Auf dem Flughafen Berlin-Schönefeld ist eine Maschine der Flugbereitschaft der Bundeswehr bei der Landung verunglückt. Ein Sprecher der Luftwaffe sagte, dass beide Tragflächen den Boden berührt haben und eine kontrollierte Landung nicht möglich war. An Bord sei die Besatzung gewesen, die jetzt medizinisch untersucht werde. Der Zwischenfall hatte auch Auswirkungen auf den Betrieb am Flughafen. Wir fragen nach Andreas König, der ist jetzt am Flughafen Schönefeld. Von Funktionsstörungen ist die Rede. Welche Informationen haben Sie über diese Notlandung? Also erst einmal, es war eine Maschine der Flugbereitschaft der Bundeswehr, die nach einer turnusmäßigen Wartung hier in Schönefeld heute früh eigentlich zurückfliegen sollte nach Köln, wo die Maschine stationiert ist. Mehr als dass es kurz nach dem Start Funktionsstörungen gegeben hat, hat man bisher nicht erfahren von einem Sprecher der Luftwaffe. Die Maschine musste dann hier ja zurückkehren, notlanden, hat dabei, wie wir schon gerade gehört haben, mit beiden Tragflächen den Boden berührt. Wie der Vorfall zustande kam, was die Ursachen sind, wird jetzt gerade untersucht. Passagiere seien nicht an Bord gewesen, hat der Sprecher gesagt. Die dreiköpfige Besatzung wird medizinisch untersucht. Was dabei herausgekommen ist, haben wir bisher auch noch nicht erfahren. Seit 9.30 Uhr war hier der Flugbetrieb eingestellt in Schönefeld. Maschinen wurden umgeleitet nach Tegel und vor den Abfertigungsschaltern bildeten sich lange Schlangen. Inzwischen haben wir die Information erhalten, dass jetzt zu diesem Zeitpunkt so nach und nach Abfertigung und Flugbetrieb hier wieder aufgenommen werden in Berlin-Schönefeld. Andreas König, vielen Dank dorthin.